Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Shadows of Arm. Ja, erstmal habe ich noch was zum Heilen. Nicht die wirklich. Der Natur ist bereit. Ah, doch was Großes. Du hast auch was zum Heilen. Natur könnte selbst hier Einzug finden, wenn der Ort nur gereinigt und das Gleichgewicht zurückgebracht würde. Wir haben unseren Superflegel erschaffen. Flegel der Zeitalter plus 3 mit der gesamten Beschreibung. Chance, dass das Ziel verlangsamt wird. Kein Rettungswurf sogar. ETW minus 3. Schaden ist saumäßig gut. Und den Initiativfaktor eigentlich auch. Ja. Wir haben noch ein paar Sachen zu erledigen, mehr oder weniger. Minsk, du hast sicherlich noch Platz für den Schrott. Und dann gehen die ganzen Zauberstäbe mal hier nach vorne. Was ist das? Trag der Feuerriesenstärke. Könnte sie auch gut benutzen. Ja. So, wir könnten jetzt wieder hochgehen und uns nochmal um den Golem kümmern, weil jetzt haben wir einen Flegel, mit dem wir ihn verwunden könnten. Soweit ich weiß, Eisengolems haben plus 3 und Adamantit-Golems plus 4. Wenn ich mich noch richtig dran erinnere. Also alles, was drunter ist, wird ignoriert. Wird nur, neutralisiert, nullifiziert, wie man es nennen möchte. Das heißt, Talisa wäre jetzt gerade die einzige, die den Eisengolem verwunden könnte. Wir haben leider, glaube ich, ja, das ist nur eine Waffe minus 1, diese Keule, und die Flammklinge ist. Steht das hier irgendwo? Nee, das ist keine magische Waffe. Funktioniert nicht, wenn er unter Wasser gewirkt wird. Was ist mit beim Heiligen Hammer? Für je 6 angefangene Stufen des Priesters bis zu einem Maximum von plus 3. Ja, das würde auch noch gehen. Der Grundschaden des Hammers beträgt wie bei einem normalen Kriegshammer 1W4 plus 1. Okay, das ist nicht so viel. Ja, sie würde einen plus 2er Hammer draus machen halt. Weil wir noch nicht auf 13 sind. Das heißt, der Flegel ist jetzt die einzige Waffe, mit der man den Eisengolem verletzen könnte. Das können wir nachher ausprobieren. Wir haben ja sicherlich noch Hast und Stärkung und alles da, was wir benutzen können. Ja, Stärkung haben wir keine mehr, aber wir hätten die Rüstung des Glaubens auf jeden Fall. Flammenschlag, naja. Wir wollen jetzt das Tor aufmachen, weil das habe ich ganz vergessen. Das gibt uns nämlich auch nochmal einen ordentlichen Erfahrungsbonus. Ich warte, wenn ihr es wollt. Gibt uns sogar ein Level-Up bei Airy. Yay. Gar nicht mal so schlecht. So, dafür spawnen jetzt aber, soweit ich mich erinnern kann, wieder neue Gegner. Weil wir ja jetzt die Garnison hier adaptiert haben, genau. Kreuz die Klinge mit mir und sterb. Kreuz die Klinge mit mir und sterb. Jo, da ist schon mal ein Troll tot. Das Gute ist heute auf unserer Seite. Oh, mir gar nicht. Bist du der Hauptmann? Ja, du bist der Hauptmann. Das hier ist wesentlich
wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Werde ich gebraucht? Benutzt mal. Lasst mich bitte helfen. Ich bin zu allem bereit. Ach so, das ist der Hassdring. Einfach fragen und ich handle. Den sie dabei hat, genau. Genau das hier. Der Hauptball wird auch nicht ewig bleiben. Nein, jetzt würde er auch gehen. Wie kann ich werde tun, was ich kann? Ja, natürlich. Ja, er scheint beschäftigt zu sein. Er ist jetzt auch weg. So, schnappen wir uns die Waffe. Fragt nur, wenn es das ist, was ihr wollt. Und ja, wir könnten uns theoretisch auch noch die beiden Schwerter hier oben schnappen. Hier, wo immer Minsk auch hingeht, kann Minsk allein da hochgehen. Schritt zur Seite. Und falls wir besseres Zeug finden, was wir einsacken können, können wir sie ja immer noch rausschmeißen. Hauptsache, wir kriegen Geld. Auch wenn wir schon fast 10.000 haben, aber jedes bisschen, was wir zusammenkratzen können, ist es wert. Euer Wunsch ist mein Begehr. Ihr müsst eure Gruppe erst. Ja, ich weiß, dass ich die Gruppe sammeln muss. Hier drin ist nämlich noch ein Troll aufgetaucht. Und den haben wir sogar verlangsamen können. So. Ich habe getan, was ich konnte. Alles weitere bei euch, Talisa. Ja. Gut. Damit haben wir das auch erledigt. Haben noch ein paar Erfahrungspunkte eingesammelt. Jetzt kommt der Level-Up von Airy. Sind wir wieder an derselben Stelle, wo wir angefangen haben. Also Einstellungen, Schwierigkeitsgrad runtersetzen. Ein Stufenaufstieg als Kleriker. Zusätzliche Waffenfertigkeit ist nicht schlecht. 2 Zauber und 4 Trefferpunkte. Was geben wir denn? Flegel, Keule, Kriegshammer. Geben wir mal den Zweihänder-Kampfstil, weil sie ja im Nahkampf mit einer Stabschleuder eigentlich kämpft. Sie kämpft doch in einer Stabschleuder im Nahkampf, oder? Ja. Wir könnten ihr theoretisch auch ein Schild geben. Das würde ihre Rüstung verbessern. Haben wir zufällig einen über? Ja, dafür ist sie zu schwach. Also wir könnten ihr einen normalen Schild geben, wenn ich einen hätte. Naja, gut. Belassen wir es mal dabei. Ich warte. Nun gut. Was möchtet ihr? Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Jo. Dann warten wir mal, bis wir alle dorthin gelaufen sind. Weil auf dem Dach waren wir schon. Wir müssen jetzt in den Keller. Da kommt dann das nächste Lustige. Nämlich, wir haben immer noch diese grabenden Tiere vor uns. Ja. Fragt nur. So. Erzählt mir mehr davon. Der Eisengolem müsste immer noch da rumstehen. Und böse sein. Keine große Herausforderung. Ja. Braucht ihr etwas? Gut. Wie kann ich helfen?
Kannst du die Hassel auf dich selber sprechen? Ja. Das hat's jetzt voll gebracht. Ja? Du kannst leider gar nichts Nützliches mehr. Du auch nicht. Ah. Habe ich jetzt gerade aus Versehen Hast auf den? Ich helfe, wo immer ich kann. Schneller als Chick-Ticker, schnell Pratze. Eisengolem gesprochen? Egal. Ja. Ah, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte doch das hier sprechen. Dann noch das hier und dann gucken wir mal, ob wir ihn verletzen können. Okay, wir sind vergiftet. Ja. Ja? Was kann ich tun? Fragt nur. Das ist nicht so schön. Das ist irgendwie nicht so gelaufen, wie ich gehofft hatte. Keine große Herausforderung. Ich warte. Ja? Kann sie doch was sprechen? Sie könnte den hier sprechen, aber nur auf sich selber. Den auch nur auf sich selber. Steinhardt auch nur auf sich selber. Ja. Nun gut. So. Okay, er ist verlangsamt. Und ich bin tot. ja. Gut, nächster Versuch. Ich könnte noch einen Heldentrank theoretisch trinken. Ja, es ist halt blöd. Ich habe den einen Zauber nicht mehr. Wie kann ich helfen? Ich warte. So. Gut, dann versuchen wir das Ganze nochmal. Hauen ihn. Okay, es sind vergiftet, das ist nicht so gut. Habe ich jetzt den einen Zauber? Ja, habe ich unterbrochen. Bacio,
So. Keine große Herausforderung. Gut. Hauen wir ihn ein bisschen. Und rennen weg.